Wie finde ich Kunden, die auch wirklich Geld haben? Jeder Interessent hat Geld, denn er könnte sein Geschäft sonst nicht betreiben. Wenn du ein normales Geschäft betreibst da draußen, dann müsstest du an die 10.000 Euro an Umsatz Minimum mal machen, um deine Kosten decken zu können, Betriebskosten decken zu können und andere Sachen decken zu können. Alles darunter macht es sonst echt schwierig. Das heißt, jeder Kunde, egal ob es ein Friseur ist, ob es ein Bäcker ist, ob es ein Restaurant ist, ob es ein IT-Unternehmen ist, ein Softwareunternehmen, ganz egal was, die haben alle Geld. Die Frage ist, möchten sie dir ihr Geld geben oder nicht? Und das ist eigentlich die viel wichtigere Frage da draußen. Denn ab dem Zeitpunkt, wo du kredibiler wirst, wo man dir mehr vertraut, und ignoriere einfach die Hintergrundgeräusche, denn der liebe Marvin da drüben macht sich gerade einen Kaffee. Denn der hat gleich ein Gespräch mit einem Interessenten, der zu einem Kunden werden möchte, der hoffentlich Geld hat. Was macht er beruflich? Logistik. Und Marvin soll was für eine Stelle besetzen? Fahrer. Fahrer. Und was willst du dafür haben? Einmalzahlung 10.000. Einmalzahlung 10.000. Ja, okay, super. Also, und das ruft Marvin halt auch einfach auf. Und Marvin hat die Kredibilität, also die Glaubwürdigkeit, dass er das hinkriegt und hinbekommen wird, unter anderem aufgrund seiner Erfahrung und der dementsprechenden Referenzen, die er hat, und dem, dass er sich seiner Arbeit sehr wohl bewusst ist, wie wertvoll sie ist, und deshalb ruft er es auf, und der Gegenüber wird es sehen und wird es spüren und wird dementsprechend auch sagen, jawohl, das machen wir. Weil selbst wenn er das Geld nicht gerne ausgibt, wenn er den Wert dahinter sieht, was es ihm bringt, und jemanden vor sich hat, dem er zutraut, dass er mehr mit diesem Geld anfangen kann, als er selbst. Und jetzt huscht er auch noch durchs Kamerabild hier. Da läuft er. Dann wird er ihm das Geld geben. Punkt. Und das ist auch der Grund, warum unter anderem Investments generell gut funktionieren in irgendeiner Form, weil es Menschen gibt, die die Glaubwürdigkeit aufbauen, dass sie mit deinem Geld besser umgehen können als du selbst. Und dann gibst du es denen, weil du denkst, es ist in ihren Händen besser aufgehoben als in deinen. Punkt. Deshalb ist die Frage einfach nur, wie viel Erfahrung und wie viel Zeit und wie viel Referenzen brauchst du noch? Und das ist jetzt nur eine Mindset-Frage. Brauchst du noch, bis du dich traust, einfach mal voller Selbstvertrauen aufzutreten und zu sagen, das kann ich und das ist mein Preis. Punkt. Weil jeder Zweifel, den du mitbringst, wird dafür sorgen, dass du hinten raus dem Kunden das Gefühl gibst, dass sein Geld nicht gut bei dir aufgehoben ist. Und dann denkst du, die haben alle kein Geld, was sie aber einfach nicht dir geben wollen, sondern die haben es, sie wollen es dir einfach nur nicht geben. Und das ist der Grund dahinter. Punkt.